Sie schauen die News auf TVO. Die Mobbingvorwürfe aus der katholischen Kirchengemeinde Zuzwil schlagen hohe Wellen. Heute meldet sich auch das Bistum St. Gallen zu Wort. Der Bischof Markus Büchel hat gestern Abend ein Treffen mit Vertretern der Zuzwiler Kirche in letzter Sekunde platzen lassen. Und das scheinbar aus gutem Grund, wie es das Bistum heute erklärt. Der Dominik Ledergerber mit einem weiteren Kapitel vom Kirchenstreit. Gestern Abend kommt es beim Bistum St. Gallen zum Eklat. Der Bischof Markus Büchel lässt das Treffen mit dem Zuzwiler Pfarrer Simon Niederer im letzten Moment platzen. Über was die beiden reden wollten, ist nicht bekannt. Es dürfte sich aber um die Entlassung der Zuzwiler Pfarreisekretärin Sandra Monsorno gehandelt haben, die dem Kirchenverwaltungsrat Mobbing vorwirft. Ich habe eine Einladung bekommen von unserem Bischof Markus für ein Gespräch. Ich habe ihn allerdings autonom 3 Frauen noch mitgenommen, eben von der Interessensgemeinschaft. Und dann sind wir allerdings nicht zum Gespräch zugelassen worden vom Bischof. Jetzt äußert sich auch das Bistum St. Gallen zum gestrigen Vorfall und teilt mit, der Bischof löse sich nicht vorschreiben, mit wem er sich zu treffen hat. Der Bischof hat mit einem Priester von sich wollen reden. Er hat auch bei der Einladung bereits gesagt, ich will mit dir unter 4 Augen reden. Nach dem gestrigen TVO-Bericht teilt das Bistum heute in einer Medienmitteilung mit, dass es nicht am Bischof liege, eine Kündigung rückgängig zu machen. In dem Moment, wo jetzt eine Kündigung ausgesprochen worden ist, ist die Kompetenz ausschließlich beim Kirchenverwaltungsrat da weiterzufahren. Das wäre eigentlich eine Einmischung vom Bischof, wenn er sich jetzt in die Frage von Kündigung jetzt einlassen. Das Bistum hält fest, dass der Bischof Markus Büchel einem klärenden Gespräch nicht grundsätzlich aus dem Weg gehen will. Weil das duale System aber theologische und arbeitsrechtliche Fragen klar trennt, hat das Gespräch mit der gekündigten Pfarreisekretärin zum jetzigen Zeitpunkt die Sache nur komplizierter gemacht. Trotzdem, auch das Bistum bedauert, was zurzeit in Zuzwil passiert. Wir haben auch versucht, zusammen mit vielen anderen Beteiligten zu einer Klärung beizutragen in zahlreichen verschiedensten Gesprächssituationen. Es ist außerordentlich bedauerlich, dass da bis jetzt offenbar keine genügende Wirkung gezeigt hat. Das nächste Kapitel im Kirchenstreit folgt am kommenden Montag. Dann ladet der Pfarrer Simon Niederer in Zuzwil zu einer Infoveranstaltung. Ja.